Ja, wir sind den Samen der Lebenseibe losgeworden, die wir vorhin nicht losgeworden sind, die wir zurückgekriegt haben. Oh ja, ist schon mal gut, dass unser Set komplett ist. Und irgendwie bringt mir der Panzer 15 Stärke nicht nur 10. Als ob mir jedes Teil irgendwie 50% mehr gibt, wenn ich es ausgerüstet habe. Kann ich das auch von Ausdauer sagen? Na, bei Ausdauer sind es nur drei, die er mir mehr gibt. Gucken wir mal, Geschicklichkeit sollte der mir auch 10 geben. Geschicklichkeit gibt er mir aber auch 15. Wendigkeit sollte er mir auch 10 geben. Da gibt er mir auch 15. Ja, aus. Der gibt mir irgendwie nochmal 5%, 50% mehr, also 5 Punkte mehr. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Wird's interessant halt. Stehe Alles bereit. klar. Aber ich glaube, Sets haben diesen Boni, dass sie noch mehr, dass sie mehr Zu Befehl. Punkte Auf geben, den Weg. wenn sie vollständig sind. Könnten wir ja ganz leicht herausfinden. 32 Intelligenz heißt, wir wären auf 63. Wir sind aber auf 53. Das heißt, das Ding gibt dann. Ja, so ungefähr. Das gibt 43, nicht nur 3, warte, das gibt 42, ja. Tötet mich, bitte. Was? Warum? Der Traumdieb, ich bin sein Opfer. Er frisst meine Gedanken, meine Gefühle. Es tut so weh. Bitte tötet mich. Macht dem ein Ende. Kann ich den Traumdieb erschlagen? Er nährt sich von meiner Kraft. Solange ich lebe, ist er stark. Ihr müsst mich töten, dann könnt ihr ihn besiegen. Bitte zögert nicht. Seine Gedanken sind so schrecklich kalt. Tut es, schnell, bitte. Ihr seid mein einziger Ausweg. Lasst mich nicht noch mehr Jahre leiden. Redet keinen Unsinn. Ich befreie euch. Ihr seid ein guter Mensch, aber dumm. Versteht ihr nicht? Meine Kraft nährt ihn. Das lasst meine Sorge sein. Ich löse eure Ketten. Da, er hat euch bemerkt. Jetzt werdet ihr gegen ihn kämpfen müssen. Er wartet in der Stadt auf euch. Seid vorsichtig. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Oh, cool, sie folgt mir dieses Mal. Warum folgt sie mir dieses Mal? Ja, vorwärts. Oder sie folgt mir nicht. Ach so, warum ist sie verschwunden? Und los! Für die Rune! Sofort! Na, komm mal raus, Für Sa. die Freiheit! Schließt die Reihen! Zurück mit Ja, euch! besiegt den starken Traumdieb.
Mächtiger Haltet durch, Männer! Okay. Kann der mal aufhören? Feindlicher Angriff! Also kann er mal aufhören, ständig Leben zu klauen. Verstärkt die Deckung! Noch eine Erzmagierpuppe. Ach, sie ist ja noch da. Ich bin frei. Der Traumdieb ist fort. Ihr habt ihn besiegt und ich lebe. Nach all diesen Jahren, endlich kann ich nach Hause. Sollen die Schätze dieser elenden Stadt doch mit ihr verrotten. Wenn ihr weiter in die Stadt wollt, noch ein Hinweis. Der Gnomling ist nicht, als was er scheint. Ihr müsst den Wahren finden, um siegreich zu sein. Ach, stimmt, der Gnomling. Und jetzt nach Hause. Ich werde euch nie vergessen, Freund. Danke. Stimmt, der Gnomling war ja auch noch da. Mir nach! Und los! So, das Opfer ist befreit. Wir können weiter in die Stadt vordringen. Wir können das Monument einnehmen. Bereit! Mir nach! In die Schlacht! Vorsicht! Mir nach! Zur Ehre Aonirs! Feindlicher Angriff! Vorsicht! Hier, sofort! Hauptsache, ich krieg genug Erfahrung, schnell. Um zusammen vielleicht noch Level 48 zu erreichen hier. Für die Rune! Oder halt bevor Schlag wir zurückgehen in die Grenzfestung. Ja, sofort! So, hier drüben mit dem Erzdämon. Auf mein Kommando! Habe ich gerade irgendwie keine Lust, mich anzulegen. Zu Befehl. Ja, ihr entdeckt ein kleines Geschäft, das ganz aus Metall zu bestehen scheint. Es gibt ein Ticken und Summen wie ein Uhrwerk von sich. Steht allerdings völlig regungslos. Der viele Staub hat sich auf den Schultern des Geschäfts angesammelt. Es scheint schon seit Generationen an diesem Fleck zu stehen. Das mechanische Geschöpf mitnehmen. Die Kreatur rührt sich kaum, als sie sie ergreift. Sie dreht nur leicht den Kopf in eure Richtung, erstarrt dann aber wieder zur Leblosigkeit. Ihr verwahrt das Geschöpf in eurer Tasche, wie auch immer das geht. So, der da oben ist noch nicht von uns angetan. Auf mein Kommando. Mir nach. Also ja, der spawnt hier als erstes da Folgt oben. Folgt mir! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Wird sofort ausgeführt. Ja, jetzt kommt die Kacke erstmal wieder mit den alten Mumien. Schließt die Reihen! Davon haben wir ja auch ein paar hier. Kämpft! Zeit zu sterben! Was wünscht die Rune? Vorsicht! Gute ist, sie sind alle anfällig für Magie. Schlagt sie zurück! Haltet durch, Männer!
Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Ja! Feindlicher Angriff! So, versteinert die mal. Versteinern sollten sie sich ja auch lassen können, wenn sie am Fähig gegen Magie sind. Bereit. Und los. So, jetzt der Gnomen links. Bringen wir es zu Ende. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Feindlicher Angriff! Zurück mit euch! Ja, wir schlagen jetzt so lange genug, bis wir den richtigen finden. Schlagt sie zurück! Haltet durch, Männer! Verteidigt euch! Verstärkt die Deckung! Hier drüben hat sich noch nichts getan. Sie sind überall! Verteidigt euch! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Achtung! Haltet durch, Männer! So, das war der echte Gnomling. Oh, der hatte auch eine Schädelmütze bei sich. Hier, sofort! Und der spawnt den Aschetänzer. Okay. Ein Monument wird angegriffen. Feindlicher Angriff. Kämpft! Auf meinem Befehl. Zur Ehre Aonirs. Vorsicht! Stehe bereit. Verstanden. So, jetzt den Aschetänzer. Zurück mit euch! Kämpft! Bereit. In die Schlacht. So, und Zeit zu sterben. Aschetänzer. Ja, sofort. Zum Angriff. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung! Achtung! Schließt die Reihen! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Achtung! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Achtung! Sie sind überall! So,
So, die Prätorianer noch weg. Schließ die Reihen! Sollte der Arschetänzer wieder runter. Zeit zu sterben! Auf mein Zeichen! Schließ die Reihen! Ja, vorwärts! Jetzt hat sich der Arschetänzer, glaube ich, hier oben nach hier oben zurückgezogen. Mir nach!